Hallo Leute, willkommen bei der LS19 Mercury Farm. Dies ist Teil 63. Ja, hier sitze ich noch in meinem Mähdrescher am Abend. Noch haben wir genug Licht, um zu ackern. Und ich habe gerade gesehen, der Mähdrescher muss dringend mal repariert werden. So fleißig, wie der gearbeitet hat. Das mache ich. Ich könnte das einfach übers Menü machen. Aber ich kann das natürlich auch so machen, indem ich hier hinfahre zu meiner Werkstatt. Denn schließlich habe ich eine Werkstatt. So, jetzt mal gucken, wenn ich da so drauf stehe, ob dann das Schneidwerk repariert wird oder der Mähdrescher. So. Der Mähdrescher. Okay, reparieren. 572, das geht ja sogar. Okay. Und jetzt gucke ich mal, ob es funktioniert, wenn ich so ein Stück zurücksetze. Na komm. So. So, dass da nur noch das Schneidwerk in Reichweite ist. Zur Not muss ich es halt abwerfen. So. Es geht. Das ist gut. Wunderbar. Jetzt hätte ich fast auf Verkaufen geklickt. Buh. Aber ich wäre ja nochmal gefragt worden. Jetzt komme ich hier wieder nicht rein. Doch. Okay. Man muss also nur dicht genug rangehen, dann kommt man auch von der Seite rein. Gut. So. Und jetzt kann er schön Pause machen. Frisch repariert. Benzin hat er noch ganz gut. So. Wunderbar. Wenigstens einer hat schon Feierabend. Ah, und ich gucke jetzt erstmal, wie weit die Sämaschinen sind, die ja hier zu zweit arbeiten. Na, ein bisschen dauert das noch. Weil die gute Sämaschine, die auch grubbert, muss ja dann auch noch Feld 10 bestellen. Aber ich denke, ich habe noch Zeit und kann zu den Pferden fahren und ihnen schon mal ein bisschen Hafer bringen. Dann freuen sie sich bestimmt, wenn sie frischen Hafer haben. Ob die Briten wirklich alle ihre Felder einzäunen? Also das mit den Hecken, das finde ich ja irgendwie, ja, sagen wir mal, romantisch. Und es hat schon auch einen ökologischen Nutzen, weil dort die Insekten leben können und die Vögel und so weiter und auch eine gewisse Pflanzenvielfalt. Und außerdem wird der Wind abgehalten. Und es gibt ja bestimmt in England ziemlich viel Wind, weil die auch so viel Meer haben. Aber ob sie dann die Stellen, wo keine Hecke ist, dann mit Stacheldrahtzäunen abgrenzen? Vielleicht. Vielleicht ist es da einfach so üblich. Also hier in unserer Gegend werden Felder nicht eingezäunt. So, jetzt gucken wir mal, ob ich gucken kann, wie viel die Pferde haben an Hafer. Wird erstmal gespeichert. Speichern. Denn weil ich so viele verschiedene Tiere habe, stürzt mir das Spiel öfters mal ab.
Ja, das sieht aber gut aus. Ja, immerhin sind sie im orangenen Bereich, also die haben für gut 5 Tage genug Hafer. Aber 32.000, die dann noch dazukommen, die müssen bei der großen Haferernte auch erstmal zusammenkommen. Und Wasser kann ich ihnen auch mal wieder vorbeibringen. Und Heu. Ja, 16 Pferde sind schon anspruchsvoll. Jetzt gucken wir uns hier mal die Umgebung an. Weil ich habe ja schon immer wieder überlegt, ob es vielleicht Sinn macht, sich hier in der Nähe ein größeres Feld zu kaufen, wo man Hafer anbauen kann. Dass man einfach immer da immer Hafer anbaut für die Pferde. Aber dann, naja, wenn ich, sagen wir mal, für dieses Multifeld, dieses Agroforestry-Feld, hier einen zusätzlichen Hof hätte. Also ohne, was steht hier eigentlich? Construction Area, Placeables. Okay, das ist gut. Also hier würde ich nur praktisch Maschinen unterstellen und keinen Wohnhof machen, logischerweise. Dann könnte ich da hinten Felder da schon auch bestellen. Und wenn ich diese Felder hätte, könnte ich dieses Stück Grünland, fahre ich jetzt nochmal hin, da kann man nämlich besser sehen, als wenn man aussteigt, dann ist man so klein, wenn man aussteigt. Hat keinen Überblick. Öpp. Toll. So. Dann könnte ich dieses Grünlandstück vielleicht in ein Feld verwandeln, dass da auch ein Helfer arbeiten kann. Und dort könnte ich immer Heu für die Pferde machen. Aber dann, ja, muss ich mal sehen. Das ist ja nur eine Wegerleichterung, wenn ich dann hier auch das nötige Equipment habe. Gucken wir mal, was es hier für Felder gibt. Denn hier diese ganzen kleineren Felder immerzu mit Hafer anzubauen, es ist irgendwie so, da fühlt man sich so wie Sisyphus. Also der seinen Stein immer wieder den Berg hochschiebt. Hier die Felder sind natürlich auch ziemlich klein. Die sehen größer aus. Mal gucken, was die kosten. Ja, 92.000, da ist so viel nutzloses Land mit dabei. Kann man das auch kaufen? Nee. Das ist billiger. 61, 74. Ist schon teuer. 68, 60. Und die Felder sind klein. Wenn ich ein großes Haferfeld haben will, dann wäre dieses hier geeignet. Aber das ist teuer. Nun ja. Und dieses hier ist ja mein Traumfeld. Ich habe schon überlegt, ob ich mal einen Kredit aufnehme, damit ich das dann endlich mal habe. Die hier wären größer als diese hier zumindest und gar nicht so viel teurer. Aber die sind, diese kleinen hier sind allesamt nicht größer als meine Felder, die ich hier habe. Und hier dieser Grünstreifen gibt nicht sehr viel her. Ist schon ganz gut. Ich denke mal, wenn ich dieses Feld kaufe, mache ich hier tatsächlich ein Feld für Gras, damit der Helfer hier mir Heu machen kann. Aber sehr viel gibt es nicht her. Und dieses hier, ja, das müsste ich natürlich auch noch extra kaufen, wenn ich da was hinstellen will.
Also Gebäude, Hallen und so. Nun ja, hier gibt es noch viel zu tun. So, dann wenden wir mal und fahren nach Hause. Ich meine, immerhin müssten jetzt die Pferde nach und nach gewinnbringend werden. Hier ist auch noch ein schönes großes Stück Wiese. Ah ja, das ist das große Feld. Das ist ein Grasfeld. Tja. Nun ja, das ist alles ferne Zukunftsmusik. Ich neige immer dazu, ein bisschen ungeduldig zu sein. Aber ich denke, es macht schon auch Sinn, sich zu überlegen, was man haben will, worauf man hinarbeitet, wie man die Sachen künftig gestalten will und so weiter. So, Helfer I hat die Arbeit beendet, das ist gut. Wir haben ja hier noch ein Feld. Ja, komm, vorwärts, vorwärts. Damit ich dich sehe. Jawohl. Und jetzt schauen wir hier mal. Ah, der braucht noch ein bisschen. Der muss dann gleich noch ran. Und er ist fertig. Sehr schön. Der darf heim. So, ah, jetzt ist Helfer H auch fertig. Okay, der muss noch arbeiten. Ah, nicht abkoppeln. Gut. Kriegt man die Wände so hin? Ja, mit dem Trecker schon. Sehr gut. Also, los zum letzten Arbeitseinsatz des Tages. Vorwärts! So ist brav. Und ich denke mal, dort werde ich nie kein Hafer anbauen, weil ich da ja gerade Hafer geerntet habe auf dem Minifeld. Vielleicht mache ich Sojabohnen. Das versorgt das Feld mit Stickstoff. Und das zählt zwar im LS19 nicht als indirekte Düngung, aber in echt wirkt das so. Ja, komm. So. So. Umschalten. Oder nehme ich Raps? Ist eigentlich wurscht. Ich gucke einfach mal, was die Preise so machen. Die sind zwar morgen anders. Tja. Ja, Sojabohnen sind ja eigentlich immer ein bisschen besser als Raps, aber die sind gerade alle schlecht. Ich nehme Sojabohnen. Da muss man wenigstens keine großen Mengen hin und her fahren. Muss man bei dem Feld sowieso nicht. Ich denke mal, selbst wenn man hier Kartoffeln anbauen würde, wäre das nur ein kleiner Hänger voll. Nun ja, sei es drum. Was wollte ich noch machen? Dass den hier nach Hause fahren. Und vielleicht den Pferden noch eine Fuhre Wasser bringen. Ups. Und vielleicht sollte ich mich ein bisschen um die Holzentsorgung kümmern. So, mache ich das vielleicht sogar vor dem Wasserbringen? Ich denke fast ja.
weil das Wasser für die Pferde ist nicht dringend. Die haben genug für 5 Tage. Das wäre sozusagen nur ein Aufstocken. Huch, jetzt hänge ich hier fest. Ups. Vielleicht kann ich von hier aus putzen. So. Ja, scheint zu gehen. Die Seemaschine sieht schon besser aus. Und hier auch noch. Ja, ja, schön sauber, wunderbar. Okay, einsteigen. Na komm, du schaffst es. So. Gut. Sehr schön. Ich denke mal, dann kann der Trecker hier auch in die Abendruhe geschickt werden. So, stopp. Sehr schön, wunderbar. Und hier nehme ich mir jetzt den kleinen Hänger und sammle einen Teil von dem Holz ein. Dann kann ich sogar noch ein paar kleine Euronen damit verdienen. Na komm. So. Ich nehme jetzt erstmal das Holz da vorne, weil das irgendwie am dringendsten ist. Wobei, diesen Haufen nehme ich vielleicht auch mit, denn von dort aus komme ich direkt zum Gartencenter. So, na komm. So. Hätte ich auch näher dran fahren können. So. Na, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich das Holz eingeladen habe. So, jetzt habe ich alles eingeladen. Und ich glaube, der Helfer, der das kleine Feld ansieht, ist auch fertig geworden. Ob ich hier eine Plane drauf machen kann? Nee. Vielleicht Strapse? Mal gucken. Abkippseite? Nö. Also muss ich einfach vorsichtig fahren. Ja, stehen bleiben musst du nicht, nur vorsichtig fahren. Na, heute hängt mal wieder meine W-Taste. Ein altes Leiden. Da muss ich immer mit Tempomat fahren. Und das ist nicht unbedingt vorsichtig. So. Upsala. Na, bin ich gespannt, wie viel das bringt. So. Ich meine, im Prinzip ist das ja fast so was wie Abfallholz. Dass ich da überhaupt Geld für kriege, ist ja schon toll. So, komm, ja. Oh, 2000?
Das ist ganz passabel. So, hier wird noch fleißig gearbeitet. Ja, so eine Abendstimmung mag ich sehr gerne. So. Und ich freue mich, dass ich jetzt hier so einen schönen, bequemen Weg habe. Wobei, jetzt warten wir mal ab. Stopp. Ja, da kann man noch mehr einsammeln, aber heute nicht mehr. Aber ich mache mir hier vielleicht noch eine Sandstraße. So. Landschaftsbaum. Okay, dann bin ich ja schon fast, wo ich hin will. Und ich will anmalen, und zwar helles Braun. Dies hier vielleicht? Nee, das ist zu hell. Das sieht ganz passend aus. Ja. Fast ein bisschen zu breit. Aber ich glaube, ich kriege ein ganz gutes Gefühl, wenn ich einen halbwegs breiten Weg habe. Dann ist die Frage, lasse ich den bisherigen Weg mit diesem netten Mittelstreifen, wie er ist? Ich denke ja, der sieht irgendwie hübsch aus. Der Mittelstreifen. So. Und wie mache ich das hier? Ach, ich gehe hier einfach nahtlos in den Hof über. So. Ja. So gefällt mir das. Hier noch ein bisschen glatter abschließen. Ja, das ist etwas besser. Okay. Gut. So. Dann haben wir wenigstens hier endlich einen guten Weg und müssen nicht immer da hinterm Haus vorbeischleichen. Und die anderen Holzstapel, die räume ich ein andermal ab. Okay. Gut. So, vorwärts, vorwärts. Jawohl, du schaffst es. Und jetzt hier, der ist fertig. Sehr gut, hat auch den Rand erwischt. Na komm. Hier muss auch noch mal geputzt werden. Aber hallo. So. Ja, und die Sämaschine sieht schon wieder ganz schön abgeschabt aus. Die will irgendwie auch jeden Tag einmal repariert werden. Na, da gehe ich gleich mal durch. Guck mal, ob auch noch andere Geräte repariert werden wollen. So. Das mache ich jetzt mal so. Zack, Garage. Ich wollte checken, ob auch andere Geräte repariert werden wollen. Ja, der zum Beispiel. Ja, der hat's ziemlich nötig.
Ja, der hat's offenbar auch ziemlich nötig. Der hier auch. Na, ist aber nicht so teuer. Da kommt schon auch was zusammen. Aber ich habe meine Maschinen immer ganz gerne in einem brauchbaren Zustand. So. Der steht da auch noch irgendwo und ist super dreckig. Aber der wird dann halt morgen gesäubert. So, ich denke mal, na, okay, den machen wir noch. Und dann ist für heute auch genug repariert. So. Ist das ganze Geld für das Holz draufgegangen. Aber immerhin habe ich jetzt schöne, frisch reparierte Geräte. Das ist doch auch viel wert. So. Na komm. Jawohl. Na, dann kann ich eigentlich mal alle Geräte schön unterstellen. Wobei ich für den roten Trecker kaum noch ein extra. Doch, können ja auch hier stehen. Ich stell mal die beiden Trecker hier einfach unter. So. Da wäre natürlich auch noch Platz. Aber hier ist jetzt schneller reingefahren. So. Sehr gut. Und ich habe jetzt zwar den Pferden noch kein Wasser gebracht, aber das reicht ja noch 5 Tage, was die haben. So, wenn ich jetzt vorwärts kommen würde, dann könnte ich jetzt nämlich auch Feierabend machen gehen. In meinem schönen Häuschen. Na komm. So. Ist lustig. Manchmal, da spinnt meine W-Taste und dann ist sie wieder wunderbar. Ist wohl irgendwie stimmungsabhängig. Gut. Dann gehen wir mal pennen. Ich denke mal, wir gönnen uns mal 13 Stunden. Sind wir wenigstens richtig schön ausgeschlafen. Ja, und ich mache mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!